Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe Ihnen ja jetzt in dieser Fernsehreihe schon immer mal wieder was darüber erzählt, welche Voraussetzungen für Leben notwendig sind und was alles da sein muss, damit Lebewesen entstehen können und so weiter und so weiter. Und was das Universum alles angestellt hat, um uns wenigstens zu produzieren. Und natürlich in den Diskussionen auch hinter den Kulissen von so einer Fernsehsendung geht es immer wieder darum, du erzählst uns immer so ein depressives Bild vom Universum, als wenn wir allein wären, als ob es so saumäßig schwierig ist, sowas wie uns zu erzeugen. Und dann kommen so Worte auf wie, ich habe aber neulich gelesen, dass es Terraforming gibt. Ich habe schon mal gelesen, dass die NASA und so weiter sich darüber Gedanken gemacht hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich niemand so richtig genau weiß, was Terraforming eigentlich ist. Und deswegen werde ich Ihnen heute mal versuchen zu erzählen, was ist Terraforming? Terraforming ist eines dieser neudeutschen Wörter, die sich zusammensetzen aus einem lateinischen Wort, nämlich Terra, dem Wort für Erde, und Forming, also wie wird eine neue Erde gemacht? Das ist die Frage. Und ein typisches Bild aus Überlegungen, wie sie die NASA in den letzten Jahren angestellt hat, zeige ich Ihnen hier mal. Wundern Sie sich nicht, dass auf diesem Bild jetzt nur Amerikaner drauf sind. Eine Reise zum Mars, und das ist die Oberfläche, die hier dargestellt sein soll, eine Reise zum Mars wäre nur möglich, wenn der ganze Planet Erde sich zusammentut und gemeinsam ein großes Weltraumprojekt durchzieht, nämlich Menschen zum Mars zu bringen. Und das werden sicherlich nicht nur Amerikaner sein. Nun, Sie sehen auf diesem Bild, man hat also Berge da. Es gibt schon eine Reihe von Wolken. Und was man hier so sieht, ein bisschen ist so der Sonnenaufgang auf dem Mars. Und da hinten hier sieht man so eine größere Station. Alles das ist notwendig, um den Planeten, um die Planetenoberfläche zu erforschen. Und kann man den Planeten Mars terraformen? Kann man aus dem Mars eine neue Erde machen? Nun, zunächst einmal fing man natürlich bei dieser ganzen Überlegung einer neuen Erde mit den Planeten an, die erdähnlich sind. Es gibt 4 Stück im Sonnensystem. Merkur. Ja, der Merkur ist natürlich so nah an der Sonne, das wird mit Terraformen nichts werden. Er hat noch nicht mal eine Atmosphäre. Und weil er so nah ist an der Sonne, weil er sich so sehr langsam dreht, ist seine eine Seite der Oberfläche immer sehr heiß, die andere ist eiskalt. Also Merkur ist für Terraforming überhaupt nicht geeignet. Der andere Planet, über den man eine ganze Weile nachgedacht hat, ist die Venus. Die Venus steht der Sonne zwar auch näher als die Sonne, aber sie ist immerhin so schwer wie die Erde. Und sie hat eine Atmosphäre. Also die Oberfläche der Venus ist gar nicht sichtbar für uns, sondern die Oberfläche ist umgeben von einem dichten Wolkengürtel und es war eine ganze Zeit gar nicht klar, was auf diesem Planeten eigentlich los ist. Am Anfang dachte man, da springen die Dinosaurier rum, da wären die Zustände wie bei uns im Mesozoikum, schön warm, treibhausartig. Stattdessen fanden dann unsere Sonden raus, die sogar in einem Fall direkt auf der Oberfläche der Venus gelandet sind und dort für 20 Minuten überlebt haben, dass auf diesem Planeten die Oberflächentemperatur weit oberhalb von 400 Grad Celsius ist. Und an seiner Oberfläche herrschen 90 Bar Druck, also 90 Atmosphärendruck. Also wenn Sie da rausgingen, Sie würden relativ schnell zerquetscht werden. Es ist sehr heiß da, es gibt nur Kohlendioxid in dieser Atmosphäre, man hat einen wahnsinnigen Druck und außerdem regnet es dort auch noch Schwefelsäure, Schwefelsäurewölkchen. Also das ist offensichtlich für Leben auch nicht so besonders geeignet. Außerdem ist es so, dass es viel einfacher ist, einen zu kalten Planeten aufzuheizen, als einen zu heißen Planeten abzukühlen. Wie sollte man denn die Venus abkühlen? Das ging also nicht. Bleibt nur noch der Mars. Der Mars hat jetzt den Nachteil, dass er doch ein bisschen leicht ist. Er ist eigentlich ein bisschen zu wenig an Masse. Er hat nur ein Zehntel Erdmasse. Und als zum ersten Mal in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, die Amerikaner 2 Sonden dahin brachten, die Viking-Sonden, die dann wirklich weich gelandet sind und chemische Experimente mit dem Oberflächenmaterial gemacht haben, vor allen Dingen um zu gucken, gibt's Leben auf dem Mars, da waren erstmal alle sehr enttäuscht. Denn auf dem Mars gibt es überhaupt keine organischen Moleküle. Und das, obwohl seine Oberfläche natürlich genauso wie die Erdoberfläche und jeder andere Planet im Innenteil des Sonnensystems von Meteoriten bombardiert worden ist. Und in Meteoriten, das wissen wir von denjenigen, die hier auf der Erde alle schon gelandet sind oder reingehauen sind, da gibt es organische Moleküle. Es gibt sogar Aminosäuren in Meteoriten. Und zwar gibt es in Meteoriten viel mehr Aminosäuren, als wir verwenden. Warum gibt es auf dem Mars keine organischen Moleküle? Ganz einfach.
Der Mars hat keine Ozonschicht. Die UV-Strahlung der Sonne, obwohl viel weniger, ist nur die Hälfte von dem, was die Erde bekommt, zerschlägt einfach alle Moleküle. Dann haben diese Sonden herausgefunden, was für eine Atmosphäre dort oben ist. Es ist eine winzige Atmosphäre. Also der atmosphärische Druck auf der Marsoberfläche ist so hoch wie bei uns in 48 Kilometer Höhe. Also wenn es Marsmännchen gäbe, dann müssten die einen sehr breiten Brustkorb haben, damit sie überhaupt irgendwas zusammenbringen an Material, was sie einatmen können. Die Marsatmosphäre besteht überwiegend zu 95% aus Kohlendioxid, ein bisschen Stickstoff. Und das ist es dann. Die Temperaturen auf der Marsoberfläche sind äußerst unangenehm kalt, also bis zu minus 100 Grad und kälter. Nur in manchen Bereichen am Äquator des Mars, da wären schon mal Temperaturen über 0 Grad. Aber der Mars hat einige höchst interessante Eigenschaften, die ihn vielleicht doch für Terraforming interessant machen würden. Der Mars scheint Wasser gehabt zu haben. Zumindest deuten sehr, sehr viele Oberflächenphänomene darauf hin, dass der früher mal Wasser hatte. Seine Polkappen, Nord- und Südpol, haben Eis. Das ist allerdings Kohlendioxid-Eis, auch ein weiteres Indiz dafür, dass es auf dem Planeten sehr kalt ist. Denn Kohlendioxid friert nur bei Temperaturen unterhalb von minus 80 Grad Celsius. Es ist also wirklich kalt da. Aber vielleicht hat er ja noch Wasser übrig. Vielleicht ist da noch irgendwas in einer Permafrostschicht. Und da beginnen dann die Überlegungen von solchen Expeditionen zum Mars. Da beginnen die Überlegungen, dass man mit Hilfe von Stationen, die man auf der Oberfläche dann aufzubauen hat, wirklich versucht, eine Atmosphäre aufzubauen. Nur wie würde man das machen? Man würde es genau so machen, wie wir es gerade auf der Erde tun. Man würde versuchen, einen Treibhauseffekt zu erzeugen. Das heißt, man müsste Fluor, Chlor, Kohlen, Wasserstoffe dahin bringen. Und zwar in großer Menge. Wahnsinnig viele große Transporter wären nötig, um so viel FCKW, das ist die Geschichte, die wir in den Kühlanlagen von unseren Autos früher gehabt haben, in Spraydosen, in Klimaanlagen. Alles das, was wir gerade versuchen zu verhindern, in die Atmosphäre zu schicken, müsste man auf dem Mars in die Atmosphäre schicken, und zwar in ungeheurer Menge. Man müsste also große Transporter ständig losschicken, und man kann dann ausrechnen, wenn man jeden Tag einen Space Shuttle dahin bringen würde, wie lange würde denn das dauern? Es würde einfach ein paar hunderttausend Jahre dauern, um die ganzen FCKWs dahin zu bringen, die nötig wären, um auf diesem Planeten einen Treibhauseffekt zu erzeugen. Denn dadurch, dass dieser Planet so viel kleiner ist als die Erde, hält er nur viel weniger Gas. Man muss also jetzt erstmal versuchen, das Ding aufzuheizen, und deswegen muss in diese Atmosphäre FCKW rein. Mit anderen Worten, wir würden einfach sämtliche Umweltsünder dieses Planeten da oben hinschicken, dann können die da oben in Ruhe arbeiten und könnten die Atmosphäre verseuchen. Das wäre genau das, was wir brauchen, um den Mars erstmal aufzuwärmen. Denn aufwärmen müssen wir ihn. Warum? Weil wir brauchen flüssiges Wasser. Auf dieser Oberfläche des Mars ist alles trocken. Gnadenlos trocken. Wo ist das Wasser? Es ist, ist die Vermutung, im Gestein. Um es rauszukriegen, um auch noch mehr CO2 rauszukriegen, um überhaupt erstmal eine Atmosphäre zu kriegen, müssen wir den Planeten aufheizen. Das können wir nur mit dem Treibhauseffekt. Gut, dann hätten wir, wenn wir das schaffen würden, vorausgesetzt ist das Wasser da und wir kriegen das Kohlendioxid aus den Carbonatgesteinen raus, also in dem Kalkstein zum Beispiel, dann hätten wir schon mal eine Atmosphäre. Wenn alles gut geht, kann man eine Atmosphäre produzieren, die so ist wie bei uns in 4000 Meter Höhe oder 5000 Meter, also so Bolivien, La Paz, diese Geschichte. Das heißt, man könnte es im Prinzip schaffen, nur dann haben wir immer noch keinen freien Sauerstoff in der Atmosphäre. Wir brauchen aber, damit also überhaupt irgendwas passieren kann auf dem Planeten, wenn Menschen dort leben sollen, müsste man freien Sauerstoff in die Atmosphäre bringen. Ansonsten würden die natürlich immer in diesen Anzügen hier rumlaufen. Gut, das FCKW-Problem kann man damit lösen, dass man das FCKW direkt auf dem Planeten herstellt. Also wirklich ständig irgendwelche Treibhausgase produziert. Aber woher kommt der freie Sauerstoff? Nun könnte man denken, ja, wir nehmen einfach das ganze Kohlendioxid, was in der Oberfläche drin ist, und zerhacken das. Zerlegen es irgendwie und bringen den freien Sauerstoff in die Oberfläche. Geht nicht. Schaffen wir nicht. Was wir machen müssen, ist in der Tat eine Bepflanzung dieses Planeten. Wir müssen Pflanzen auf den Planeten bringen, die dann in einer bereits vorgebildeten Atmosphäre aus Kohlendioxid und Stickstoff und ein bisschen Wasserdampf wird natürlich aufsteigen, wenn der Planet hinreichend warm gemacht ist, sodass die Temperaturen also höher sind als das, was wir jetzt sehen. Dann könnten da Pflanzen überleben und könnten mit Hilfe von Photosynthese, wie sie es hier auf der Erde ja auch tun, freien Sauerstoff in die Atmosphäre bringen. Und was würde dabei entstehen? Vor allen Dingen würde eines entstehen, Ozon. Und zwar aber natürlich nur dann, wenn wir genügend freien Sauerstoff in die Atmosphäre bringen. Okay,
Gehen wir wieder zurück, fragen uns, können wir überhaupt mit dem Treibhauseffekt diesen Mars hinreichend stark aufheizen, damit aus einer Permafrostschicht, der ist ja wirklich durchgefroren, das Ding, dass wir genügend Wasser rauskriegen können. Da sind die abstrusesten Ideen erdacht worden. Eine zum Beispiel davon ist, wir schmeißen einfach ein paar Atombomben auf den Planeten und heizen durch die Atombombenexplosion die Oberfläche so auf, dass das Wasser verdampfen kann und dann als flüssiger Regen sozusagen wieder auf die Oberfläche zurückfallen kann. Dann gibt es Abschätzungen, dass der Mars so viel Wasser enthalten könnte, dass er rundherum so 100 Meter Wasserhöhe haben könnte. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, wir lenken zum Beispiel irgendwelche größeren Asteroiden aus dem Asteroidengürtel raus. Das ist dieser Gürtel zwischen Jupiter und Mars. Und lassen die auf die Oberfläche donnern. Nun, bei den Atombomben haben wir das Problem, das dauert lange, bis die radioaktiven Zerfallsprodukte einer Atombombe abgebaut sind. Das heißt, das Leben auf einem solchen Planeten ist nicht so besonders. Bei den Asteroiden ist es ganz ähnlich. Das werden ungeheure Schäden entstehen und wir wissen noch nicht mal, ob der Planet das auch wirklich halten kann. Nämlich die Atmosphäre halten kann. Wenn wir jetzt so einen Asteroiden da reinhämmern lassen, gut, der wird natürlich zu einer Aufheizung der Oberfläche führen, das ist klar. Ist ja logisch, wenn Sie also hier so einen Asteroiden haben und der hämmert da rein, die Bewegungsenergie dieses Asteroiden wird in Hitze umgebaut. Aber was soll das dann für ein Planet sein, der da übrig ist? Das würde einen riesigen Einschlagkrater geben und möglicherweise wäre die Bewegungsenergie so stark, dass ein großer Teil der flüchtigen Elemente einfach verschwindet. Das geht also auch nicht. Also wie soll man das alles bewerkstelligen? Zunächst einmal ist eines klar, Terraforming ist keine Sache einer Legislaturperiode. Das ist eine Sache, die geht über Tausende und über Zehntausende von Jahren. Die zweite Frage ist, warum sollte man das überhaupt tun? Ja, sollte man das überhaupt tun? Nun, Überbevölkerung wir werden das Überbevölkerungsproblem nicht mit dem Mars lösen können, denn wir können gar nicht so viele Menschen da oben hinbringen, wie wir müssten, um hier auf der Erde das Überbevölkerungsproblem zu lösen. Außerdem ist der Mars jetzt auch nicht ein besonders schöner Platz, um zu leben, denn es dauert eine ganze Weile, bis man überhaupt auch nur mal die einfachsten Bedürfnisse, die ein Mensch hat, dort oben wird befriedigen können, weil das Ding ist einfach momentan nur eine Wüste. Und es ist sehr viel weiter weg von der Sonne als die Erde. Er hat also nochmal weitere 50 Millionen Kilometer rund auf dem Buckel. Das heißt, es wird einfach immer das Problem sein, in einem Planeten wie dem Mars, der selber kaum geologische Aktivität zeigt, die Atmosphäre wirklich aufrechtzuerhalten. Es geht nämlich immer wieder ja Atmosphäre verloren. Die gast am oberen Rand einfach aus und auf diese Art und Weise kann der Mars sich eigentlich nur ganz, ganz schwer sozusagen lebendig halten, selbst wenn wir es am Anfang einmal schaffen würden. Zum Abschluss noch folgende Sache. Wir sind gerade dabei bei Terraforming. Allerdings schaffen wir keine neue Erde. Wir bauen unsere Erde gerade um. Wir sind ja alle beteiligt an diesem Großversuch. Wie sieht Leben ohne die Ozonschicht aus? Wir werden ja sehen. Und wir bauen ja gerade die Ozonschicht ab und wir heizen unsere Atmosphäre über alle Maße auf. Also wir bauen wirklich unseren Planeten um, massiv. In dem Zusammenhang mein Lieblingswitz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, na wie geht's? Sagt der andere, ach mir geht's nicht gut, ich habe Homo sapiens. Sagt der andere, mach dir keine Gedanken, das geht vorbei. Wir sollten alles tun, damit dieser Witz nicht zur Realität wird.